Hallöchen mit willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Fernbus-Simulator. Wir blockieren gerade zum Glück kein bisschen die Autobahn. Sind aber kurz vor Innsbruck, laden da unsere Fahrgäste ein. Nee, nicht kurz vor Innsbruck, das ist eine Lüge. Wir befinden uns kurz vor Salzburg und fahren nach Innsbruck. Genau, das ist unser Weg für heute. Und den werden wir bestreiten mit dem MAN Lions Coach 10, den wir gerade sitzen. So, einmal vorsichtig da hoch. Vorsichtig ist gerade relativ. Aber guck mal, schön begrünt hier. Ist doch super. Jetzt bin ich mal gespannt. Oi, 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 oi. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin ist, aber es geht ihm gut. Sonst kommt YouTube gleich wieder und macht einen auf die Decke. Nein, Quatsch. So. Schauen wir mal, wo wir denn hin müssen, wo denn da unser Busbahnhof ist. Einfach mal der Straße lang, okay. Wir folgen einfach mal Innsbruck. Innsbruck? Warte mal. Innsbruck nach Salzburg. Ach, stimmt, ja klar, Salzburg und Innsbruck. Ach, ich bin doch Profi. Ja, Matrix lesen will gelernt sein. Oben steht immer das Ziel und unten steht immer über. Aber, ja, das lernen wir noch, ne? Wie viele Folgen on sie habe ich jetzt? Das merkt man mir gar nicht an. Ja, da haben wir auch Matrizen. Ja, Matrizen hört sich sehr stark nach Matratzen an. Ja, ja, das ist jetzt natürlich schade, wenn man da nicht mehr fährt, aber wir machen das noch, ne? Hat ja auch keiner gesehen, also keiner jetzt interessiert. Also unsere Fahrgäste, so da vorne immer nach links. Grün! Links der Big Ampel dauern immer so lange, wenn sie wieder rot sind. Ich mag das nicht. Komm. Ach, guck mal, Kopfsteinpflaster, schick. Also ich mag das, wenn das immer so ein bisschen anders aussieht. Das haben die ja da oben in Selin in der Richtung, glaube ich, auch schon mal gemacht. Aber ich finde das cool. Ich mag das mit dem Kopfsteinpflaster. So, das hat sogar Force Feedback. Witzig, witzig. So, Innsbruck freigeschaltet. Das verleiht man ja. So. Gang raus. Und machen wir mal hier. Motor brauchen wir nicht. So, ich lade gerade mal eure Koffer aus. Bis ihr ladet selber eure Koffer aus. Sind die denn da drin? Auf der anderen Seite. Schick, schick. Es zischelt und zischelt alles ganz laut. Wo möchtest du denn hin? Das Ticket. Bitte schön. Auf geht's. Niemand, der mit möchte. Achso, ich muss vielleicht ein bisschen nach vorne laufen. Haha. Hier mein Ticket. Dieses Ticket. Oh ja, das nehmen wir mal. Oh. Vielen Dank. Man kann ja gar nicht mit den Pedalen laufen. Das ist ja doof. Salut, das Ticket. Bitte. Auf geht's. Salut. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Nach Zürich? Nee, nicht ganz. Die sind in Schweiz vor mir gestern. Das... So, ja, dann werde ich noch mit. Fahren Sie in meine Richtung? Nicht nur in der Richtung, ich fahre sogar dahin. Hey! Servus. Und Sie auch dahin. Okay, super. Nee, darf ich sogar nebeneinander setzen. Ihr kennt euch wahrscheinlich. So. Ich glaube, das war's. Hm. Jetzt Pause machen oder wie? Hm. Ja, wahrscheinlich wäre jetzt Pause machen ganz sinnvoll, ne? Damit wir das schon mal hinter uns gebracht haben. So, guck mal. Verbringen wir sogar außerhalb des Busses. Vielleicht kommt da mal jemand. Ansonsten würde ich halt echt einfach sagen, wir fahren los in Richtung Salzburg. So, Innsbruck haben wir jetzt aber. Unsere Linie J haben wir jetzt irgendwo erblicken können. Nein, Quatsch. So. Das Einzige, was ich auch kenne. So, ansonsten schauen wir gerade mal. Wir sind jetzt einfach nach da gefahren. Ich würde echt ganz gerne mit dem Pass da unten fahren. Hm. Das machen wir, komm. Wir fahren auf die Autobahn und dann an der nächsten raus und dann fahren wir da unten lang. Ich verstehe zwar nicht, warum man da unten lang fahren sollte sonst, außer... Ich meine, das ist ein Bereich, das habe ich schon bei vielen anderen Simulationen tatsächlich mal immer wieder erwähnt. Es gibt so Bereiche, den guten alten Luke, ne? Wer kennt ihn nicht? Und wer hat ihn noch nicht vergessen? Naja, gut. Was soll ich sagen? Es gibt auch im ETS zum Beispiel so viele Kartenbereiche. Da würdest du nie hinkommen. Da kommt man nie, da kommt man einfach nicht hin. Da kommt man nicht hin. Und außer du, keine Ahnung, setzt halt deine Route extra um. Das finde ich teilweise ein bisschen schade. Weil das meistens genau die Landstraßenabschnitte sind, die unglaublich schön sind. So dieser Mainstream-Weg über die Autobahn ist selten so cool ausmodelliert und ausgestaltet. Ausmodelliert ist ja eher so der falsche Begriff. Selten so schön ausgestaltet wie diese Nebenstrecken, die meistens viel, viel liebevoller gemacht sind. Ui, es ist aber
Schwierig hier, so. Deswegen bin ich kein Verfechter von den Nebenstrecken. Und deswegen schauen wir uns das da auch mal an. So, ganz einfache Schuhe. Ich mag das Kopfsteinpflaster. Ich finde es sympathisch. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook. Ja, ist gut. Ach, kurze Anekdote dazu, zu Snack- und Getränkeangebot. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Schwierige Sache. Lange Reise hinter sich gehabt, nichts zu trinken dabei gehabt, Bus verpasst, den nächsten Bus gebucht, darauf gehofft, dass der vielleicht was zu trinken dabei hat. Ja, hat er aber nicht. Er kennt das doch, da erzählt man, also man fährt, keine Ahnung, 10-mal Bus. 10-mal erzählen sie dir was von, ja, hier, da, Getränke, keiner kauft was. Dann fährst du das 11. Mal mit, hast Durst wie Hölle, weil du in den letzten 6 Stunden keinen Tropfen Wasser zu dir genommen hast. Und, ja, gehst du nach vorne. Nein, es ist neuer Bus, wir haben nix. Günther, haben wir noch was? Nein, Günther hat auch nichts bei sich. Und dann gab es halt nichts für mich zu trinken. Das war sehr traurig. Nö, darum, ne? Sieht zumindest stark so aus. Also das ist irgendwie, finde ich echt schade. Gut, da kann jetzt Flixbus in sich nichts dafür. Aber ja, das ist halt eben so. Gut, der Bus hat auch tatsächlich noch gar keine Lackierung. Also ich habe den das tatsächlich abgenommen, mit der ist neu. Aber es ist so, wie heißt das, Murphy's Law. Du 10-mal brauchst es nicht, interessiert sich ein Mist. Wenn der Busfahrer das nach der 10. Haltestelle immer noch erzählt, nervt es dich vielleicht ein wenig. Aber wenn du es dann mal brauchst beim 11. Mal, dann ist halt nicht, ja. Ja, was lernen wir daraus? Keine Ahnung, was lernen wir daraus? Sich nicht auf Sachen verlassen, aber ich hatte tatsächlich auch sehr wenig andere Optionen, von daher so ist es Leben, ne? So, jetzt müssen wir uns nur drauf besinnen. Ich wollte echt dran denken sagen, aber da habe ich schon drauf gesagt. Müssen wir drauf denken, ja? Wir müssen darauf denken, dass wir von der Autobahn runter wollten, ne? Von Autobahn her war das nicht unser Reiseziel der Wahl, ne? Und ja, es heißt auch der Wahl, das ist richtig. Weil er hat manchmal die Wahl gesagt, das ist falsch. Von daher stimmt das schon. So, sehr viele Viadukte und sehr viele Brücken, aber das wird wahrscheinlich so sein. Genau, da wollen wir raus. Was sagt denn die Beschreibung? Wo geht's denn da hin? Das würde mich interessieren. Graz-Klagenfurt, okay. Ja gut, die Schilder würden uns natürlich nicht raten, da hinzufahren, weil wir natürlich und so, ne, wisst ihr ja, da direkt Autobahn fahren könnten, aber was das natürlich jetzt auch anbringen könnten, Autobahn kostet ja Geld hier, wir bräuchten ja eine Vignette, von daher fahren wir lieber Landstraße, ne. Das ist jetzt die einzige logische Erklärung dafür, dass wir jetzt hier den Schlenker machen. Außer natürlich meine mit, ich will die Strecke gerne sehen, aber habe ich jetzt die Ausfahrt verpasst? Nee, da vorne, oder? Hab schon gedacht. Das ist die Ausfahrt. Oder bin ich blöd? Josch, bist du. Okay, danke. Wenn ich nichts verpasst habe, dann werde ich traurig. Ne, guck mal, das sieht mir nach Ausfahrt aus. So, Ausfahrt in 1000 Metern. Achso, der Rasthof. Okay, hier ist jetzt die Ausfahrt. Das ist der Rasthof? Warte mal. Okay, das war der Rasthof. Ja, dann haben wir jetzt aber den Rasthof gesehen. Das war jetzt nicht mein Plan, aber warum nicht? Ach, guck mal, da war ein Arm draußen. Oh, das ist laut.
Ja, schicke Rasthöfe. Guck mal, sogar mit Kollegen. Ich wüsste jetzt zwar nicht, wie ich da runterkomme, aber ist das sehr schick. Das ist ja mega geil. Ich weiß immer nicht, wie ich da hinkomme, aber schicke Sache. So, für mich geht's ja mal weiter. Tschüssi. Okay. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ja, das ist das Tempolimit. Welches Tempolimit? Gibt es denn eine offizielle gesetzliche Regelung, wie viele... Nein, komm, jetzt den Tempowitzen bringen wir nicht. Das ist... Der ist so ausgelatscht. Wie war das? Ein Raubtier? Nein. Komm, das ist auch nicht lustig. Der Tempo, da ist ein Dijon, der ist auch nicht lustig. Nee, Quatsch. Ach, Kühe! Ah, süß. Das sind sogar tatsächlich keine Hamburger Kühe. Wir sind auch nicht im Norden. Ja, ist gut. Das war auch mein Witz mit den Hamburger Kühen. Der geht hier ja gar nicht, weil die sind alle ausmodelliert. Die sind alle 3D. Weißt du, bei uns gibt es Kühe nur in 2D, ne? Weil, keine Ahnung, wir sind nicht so weit entwickelt, ne? Wir haben Drucker, ganz normale 2D-Drucker. Aber die hier, du, die haben 3D-Drucker. Das ist eine sehr schicke Sache und wir müssen sehr wahrscheinlich dahin. Nach Graz, ne? Das kommt uns Graz recht. Haha. Ne, zum Beispiel auch die ganzen Milka-Tafeln, das ist auch tatsächlich erst nur 2D-Kuh. Aber hier stehen die echten 3D-Kühe. Ja, ja, so ist das. Jetzt bin ich mal auf unseren Pass gespannt. Darf ich auch mal einen Pass sehen? Nee, Grenzkontrollen haben wir ja nicht. Das ist ja eigentlich ein bisschen einfacher geworden. Ich muss sagen, ich erinnere mich tatsächlich nur noch recht dunkel dran, wie das in Anführungsstrichen damals war. Mit den ganzen Kontrollen und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass... Also was ich kann mir vorstellen. Ich erinnere mich daran, dass das keine schöne Sache war. Es war zwar bestimmt irgendwie witzig. Was heißt witzig? Aber ich weiß nicht, wenn man in Urlaub fährt, ist es bestimmt so eine... Ach, guck mal, jetzt erleben wir mal was. Aber ich weiß nicht, im Endeffekt war es halt wieder nur Stau an den Grenzen, weil die Autobahn an der Stelle halt einfach da stehst du halt und dann musst du warten, bis da irgendwie... bis sich da jemand irgendwie durchwinkt, warum auch immer. Und ja, es hat immer meistens ein bisschen gedauert. Und wenn du ein bisschen weiter wegfährst, dann hast du das nicht nur einmal, sondern wenn du Glück hast, ein bisschen mehrfach. Von daher, ja, hat das doch durchaus schon etwas vereinfacht. Stell dir das vor, wie wenn er mit dem Flugzeug fliegt, nur ihr müsst das machen jedes Mal, wenn er über irgendeine Grenze fährt. Das ist, ja, ungefähr so. Ausweis, Pass, wobei es gab doch, glaube ich, auch verschieden strikte Grenzen, je nachdem, welche Bündnis, glaube ich, die Länder hatten, untereinander. Da gab es so, ja, da musst du teilweise echt anhalten, Pass zeigen, hier Stempel, da aussteigen, Auto kontrollieren und so. Und dann gab es nur so Posten, wo Leute einfach nur so kurz mal reingeschielt haben und eben nur die Verdächtigen kontrollieren. Ach, das ist... Ach ja... So war das. Aber ich glaube, ich wünsche mir diese Zeit nicht unbedingt zurück. Es gibt ja immer wieder diese Argumente. Ja, es gibt immer Argumente für und wieder. Und da gibt es immer Argumente für ja und hier Sicherheit und bla und Leute. Und man kann sie kontrollieren und bla, Fahndung und so. Ja, stimmt schon auch irgendwo alles. Aber es ist ja tatsächlich wie meistens... Entscheidungen ist es sehr oft immer eine Sache zwischen Sicherheit und Freiheit, die man da immer abwägen muss. Und das weiß ich nicht, ne? So ist es, glaube ich, ganz okay. Ach, guck mal, die Kühe, ist das süß. Aber ich mag Landstraße fahren voll. Ich finde das cool. Ich mag Landstraße. Ich finde das cool. Typ vom Land, ne? Der voll schockiert ist, dass es im Ruhrgebiet so viele Autobahnen hat. So von A nach B quasi immer in Zitte der Autobahn fährst. Das gibt es hier im Süden gar nicht so. Ach ja. Die gute alte Autobahn. Aber so wie sie teilt, da kannst du nichts machen. Immer dieser Individualverkehr, schlimm. So, Nase juckt, jetzt juckt sie nicht mehr. Und wann kommen denn unsere Schlenker auf der Karte? Die waren doch da irgendwo. Die DB Schlenker AG, genau.
Die ist da ganz sicher schuld dran. So. Ach, guck mal da vorne. Ui. Sieht aber tatsächlich noch schlimmer aus, als das, was wir Mittwoch gefahren sind, Mittwochabend. Uiuiui. Ui, ui. Ich vermute mal, es wird ähnliche Szenerie sein. Aber vielleicht noch einen Ticken heftiger. So, berghoch oder bergrunter? Ich vermute mal bergrunter, danach wieder berghoch. Ja, das könnte dann Tal sein, das wir fahren. Oder wir fahren irgendwo hoch. Nee, es geht tatsächlich ein bisschen hoch. Okay, ja gut, dann fahren wir berghoch. So, unsere 50. Da haben wir jetzt erstmal so ein paar leichtere Knicke. Also wirklich steil haben wir es jetzt hier noch nicht. Nee, nee, so steil ist das nicht. Ja, du kannst doch gerne ein bisschen smoother lenken, ey. Fliegt mir mein Kaffee immer auf die Hose. Ja, ist ja in Ordnung. Ich fahre schon ein bisschen vorsichtiger. Ah, oh, guck mal. Oh, das ist ja voll das schöne Panorama. Boah, ich finde, das ist fast noch cooler als da, wo wir die Tage mal waren. Ich glaube, das eignet sich ganz gut als Thumbnail. Ich weiß noch nicht wie und wann und warum, aber oh, ist das laut. Ja, das Problem ist halt, man muss auch bergrunter so viel Gas geben, sonst kommt er nämlich nicht aus dem Pötten. Habe ich das schon mal erwähnt. Ach ja, das ist, wir haben sogar ein bisschen Gegenverkehr. Yay, Gegenverkehr. Mhm, Gegenverkehr. Wartet der? Ist er süß. Ich weiß ja nicht, warum das hier so ist, aber ich finde das sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Fertig, weiß ich gerade nicht, was ist, wenn ich keine... Ups, war aber knapp, du. Da links. Lichttube weiß ich nicht, wo sie ist, von daher müsst ihr das so machen, ne? So, dann machen wir da einmal rum. So, Linkskurve ist ja nicht ganz so warteintensiv. Sollte eigentlich nicht sein. Ja. Ach, dankeschön. Die sind so lieb. Dankeschön. Gut, habe ich mal erwähnt, dass in der letzten Folge da sehr wenig los war. Ich glaube aber tatsächlich, da war noch ein bisschen was kaputt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der aktuellen Version immer noch so ist, weil da fuhren tatsächlich keine Autos und hier ist jetzt halt durchaus ein bisschen mehr los. Oh, da habe ich das Tal durch. Oh. Ich freue mir eine Rübe. Ich finde das gut, dass die warten. Dankeschön. Ich kann mich jetzt nicht bei jedem Einzelnen bedanken. Gut, in der Realität würde ich das natürlich machen. Weil, wegen macht man so. So, wir kommen mit atemberaubender Geschwindigkeit hier vorwärts, glaube ich. Also so streckentechnisch ist das hier wahrscheinlich ein bisschen... Joa, man fährt viele Kilometer, aber... Und nicht, man fährt ja nicht mal viele Kilometer, aber man fährt ja langsam. Ui, was aber ein bisschen knapp in der Kurve. Aber danke sehr ebenfalls. Schick, schick. Und bist ja immer nur bergrunter gefahren. Süß. Ich bin immer gespannt, wie das heute Abend im Livestream ist. Und ja, wenn ihr das Video nicht heute guckt, sondern nicht heute. Und ich weiß, jeder guckt das Video über heute, weil es ist immer dann heute, wenn man es guckt. Aber wenn ihr das Video mal anders schaut, dann ist das heute Abend natürlich nicht Livestream, sondern da gibt es immer bestimmt schon eine Aufzeichnung davon. Ach ja, Video on Demand und irgendwelche Zeiten verkündigen, es passt sehr gut zusammen. Habe ich mal gehört. So, sind wir mal bald durch hier. Das ist ja... So langsam hört der Spaß hier auf, du. Die Fahrgäste sind schon leicht grünlich, haben so leicht die Farbe vom Bus angenommen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. So, hui. Das Lenkrad so, ja, ich werde mal wieder benutzt. So mal außerhalb von Project Cars oder so, da war es halt mal ein bisschen... Ich würde es halt immer gerne, sehr schnell warm. Aber so an sich Busfahren ist ja halt für so Lenkräder nicht ganz so aufwendig. Aber das war jetzt mein Problem. Das war der rechte Außenspiegel oder das rechte Licht vorne. Man weiß es nicht genau. So, jetzt sind wir aber unten, du.
Schick, schick. Okay. Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Screenshots immer herkommen. Die aus den Ankündigungen. Aber dann ist das ja echt mehr oder weniger so eine Art Easter Egg hier, aber hier kommst du ja sonst echt nicht lang. Ich frage mich immer, ist das so gewollt? Haben die sich was dabei gedacht mit? Ja, lass das mal so machen, dass das fast keiner sieht. Oder ist es immer so irgendwie unabsichtlich? Da geben wir uns ganz viel Mühe, aber es bemerkt halt kein Schwein, weil, ja, da kommt halt automatisch keiner lang. Die meisten stellen ihre Route ein, wollen da schnellstmöglich hin, sehen das Ganze vielleicht noch so ein bisschen Arcade-mäßig, dass man Level sammelt und ach, und schnell hier und da und Geld und bla, was es halt nicht alles gibt hier in dem Spiel. Aber, ja, ich achte eigentlich immer drauf, dass ich exakt diese Route nicht fahre. Wenn es ja eben offensichtlich eine Alternative gibt, die eben offensichtlich länger und aufwendiger ist, aber die ist meistens auch entsprechend schöner. Und genau so stellt sich das für mich auch heute dar. Es war eine sehr gute Wahl. Ja, ja, war super. Ich freue mich. Ach, guck mal, eine andere Textur. Ich finde es aber immer echt cool, dass sie auch andere Geräusche machen, so generell. Was macht denn die Rille da? Die Rille macht nichts, gell? Nee, die Rille macht kein anderes Geräusch. Interessante Rille. Ich kann das noch nicht ganz so deuten, aber die hat bestimmt ihren tieferen Sinn. So, das sind 50 und eine rote Ampel. Schade. Okay, da ist nur noch eine Ampel. 50 sind zwar immer noch, aber... Schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Ach, guck mal, das Problem gibt's immer noch. Das Problem gibt's immer noch. Das hat immer noch keiner gelöst. Süß. Ist mir nur gerade so aufgefallen. Textpost nicht dazu. Och, nee. Nee, du. Dann blinke ich aber das nächste Mal vorher, wenn ich abbiege. Weißer Bus, der mir schon auf der Stoßstange hängt, auch, dass ich noch langsamer fahre. Ach ja, Leute und Blinker. Leute, Blinker sind echt sinnvoll, wirklich. Damit tragt ihr nicht zur Verwirrung der Leute bei, sondern zur Entwirrung. Stellt euch Leute oder generell Menschen immer wie so ein Wollknäuel vor und ihr müsst das entknäueln. Oder wenn ihr es nicht tut, dann fahrt ihr in dieses Knäuel rein oder dieses Knäuel fährt in euch rein. Und das ist sicherlich keine schöne Sache. Was sind eigentlich diese Ausschlenker hier da? Was sind das denn für Auswüchse? Kann ich hier durch dieses Kaff da durchfahren oder wie? Wahrscheinlich. Die Frage ist, warum sollte ich das tun? Wahrscheinlich genau aus dem gleichen Grund, warum ich hier generell den Schlenker über Süden mache. Ja, man weiß es nicht, meine Damen und Herren. So ist das. So, das sieht mir jetzt ein bisschen nach einer kleinen Steigung aus. Hui. Schwuppdiwuppdi, aber so weit muss es doch noch gar nicht mehr sein. Es ist okay, es ist noch ein bisschen. Es ist ja noch voll weit, Mann. Ich wollte doch nicht nochmal eine Folge machen. Dann wird die halt auch wieder lang. Kann ich auch nichts machen. Selber schuld, wenn man sich so eine Fahrt aussucht, gell? Ja. Würde ich auch in die Kommentare schreiben. Ja. Ne, damit sich der Typ, der das liest, dann bestimmt denkt, ach guck mal, wie konstruktiv der da gerade einen Verbesserungsvorschlag in den Kommentaren geschrieben hat. Ach ja. Also ehrlich gesagt, ich wünsche mir so ein bisschen die Zeiten zurück. Gut, es gibt zwei Sachen. Entweder oder. Gerade ist gar nichts von beiden, das ist ein bisschen das Problem. Entweder dieses, was ist mir so scheißegal. Ich mache einfach, weil ich da Bock drauf habe und ich mache das einfach so und gut ist. Also diese Stimmung in mir. Das ist die eine Option, die ich jetzt gerade ganz cool fände, wenn sie existent wäre. Oder wenn man was schreibt, dann vielleicht ein bisschen konstruktiver. Ich weiß, es gibt so Phasen, wie gesagt, da ist es einem echt egal, da ist das okay. Ist es zwar natürlich immer noch nicht nett, aber es ist halt so. Aber da gibt es auch so Phasen wie jetzt, ich weiß nicht, da ist man eh so, kommt man vom einen ins andere, man kommt zu nix, hier, da, vorne, hinten, Stress, da, guckt, dass man gerade noch so Zeit findet, das hier weiterzumachen, weil das halt ein Hobby ist, was ich irgendwie ungern verlieren würde. Aufgrund von Zeitmangel oder so. Und sobald du halt wahrscheinlich einmal irgendwie damit aufhörst,
wenn auch nur für kürzere Zeit, ist bei den meisten, zumindest war es in der Vergangenheit öfters mal so, ist bei den meisten halt irgendwie komplett raus. Deswegen, ne, freust du dich eigentlich über jede kleine Zeit, die du da reinstecken kannst und dann das Inntal. Cool, wir sind im Inntal. Das ist echt geil, ich mag das Tal. Ich finde das voll geil hier. Ja, und dann wird man leider irgendwie in letzter Zeit mit so viel unkonstruktiver Scheiße beworfen. Und es geht einem eh nicht so gut gerade. Weil ja gerade alles sehr viel ist, also sehr viel. Und alles anstrengend und dann hat man was, was man eigentlich gerne macht und dann kriegt man auch nochmal von allen Seiten ein. Ich weiß es nicht. Es ist echt schwierig gerade. So persönlich. Ich weiß, das sind wenige, aber die schreien halt sehr laut. Aber so ist es halt. Ich weiß nicht, ich glaube, mir wäre das, sonst wäre mir das vollkommen egal, aber es gibt so Phasen, weiß nicht, lässt man das irgendwie traurigerweise echt da an sich ran, obwohl man wahrscheinlich, man sieht eigentlich schon wieder, keine Ahnung, so ein kleines, unreifes Etwas vor dem Rechner sitzt und sich denkt, ich schreib das mal irgendwas Scheiße rein, ey. Und ich meine, ich habe diese Stimmen, die ich da habe, ja, wie in zum Beispiel, oder die Hey-Yo-Stimme, die sind nicht umsonst da. Das sind ja eigentlich genauso Inbegriffe, wie im Inntal. Das ist eigentlich so der Inbegriff von genau solchen Kommentaren. Um genau sowas irgendwie ein bisschen mit Witz und Humor zu verarbeiten. Von daher sollte mich das ja eigentlich nicht irritieren. Ja. Aber manchmal wünscht man sich dann doch, dass Leute etwas netter zu einem sind. Ein bisschen. Es ist nicht persönlich. Ich weiß nicht, persönlich ist es immer noch schlimmer. Kann ich ja auch immer, da denke ich immer ganz gerne an die persönlichen Erfahrungen, wenn man irgendwie gerade noch im Laden arbeitet oder so und da kommen dann Kunden und die sind dann sehr unfreundlich. Da gibt es dann auch Tage, da ist einem das scheißegal. Aber wenn man persönlich sowas auf dem Dötz kriegt oder angepumpt, angeschrieben wird, was tatsächlich vorkommt, dann ja, ist es nochmal eine Spur schlimmer als so ein Kommentar. Ach ja. Aber dass ich das ab und an immer so häufen muss, da kommt man dann echt schwierig mit. Klar geht da natürlich, da gehen traurigerweise dann die ganz vielen netten, lieb gemeinten Kommentare echt unter. Aber die braucht man dann, glaube ich, irgendwie. Das ist bitte kein Phishing vor irgendwas. Bitte nicht. Das ist nur ein machen sich die Leute vielleicht mal ein bisschen Gedanken drüber, die sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen sollten. Und alle anderen, ihr seid gut, so wie ihr seid. So ganz einfach. Bitte kein Phishing vor, oh, du machst das voll toll, Handherz, Dings. Nein, nicht, nein. Ich mag sowas nicht. Ich mag nicht Leute, die um sowas betteln und ich mag das auch nicht haben. Von daher, das klang wahrscheinlich gerade so, aber, ach. Ich glaube, ihr versteht ein bisschen, was ich meine. Ich habe jetzt verschlüsselt versucht, darüber zu reden, dass, keine Ahnung, ja. Ich glaube, es ist klar. Aber so ist es. Natürlich, ich lebe, man kann es sich halt irgendwie nicht immer aussuchen, aber man kann auch ein bisschen empathisch sein. Und vor allem kommt halt, wenn man was vielleicht nicht unbedingt genau so meint, wie es da steht, das geht im Internet nicht. Das merkt man nicht. Man kann Ironie nicht wirklich, außer mit einem Zwinker-Smiley. Vor allem, wenn da ohne Smiley irgendwas steht, dann denkst du dir, ja, der meint es genauso, wie er es da schreibt. Ach ja. Schwierige Sache. Also darf ich, ach so, wegen irgendwas darf ich hier nicht fahren. Aber das war vorher auch schon so. Das war in einem anderen Tunnel genauso. Ich fahre deswegen einfach mal weiter hier. Ich hoffe, das ist okay. Na, ansonsten die Polizei winkt mich schon raus. Und wird mir das freundlich und konstruktiv zu verstehen geben. Ja. So ist es. Und ja, ich hoffe, es ist alles gesagt. Und ich hoffe, die richtigen Leute nehmen sich das irgendwie ein bisschen zu Herzen. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Ist euch auch nicht mehr zu helfen. Wenn im Internet mag es vielleicht noch keinen stören, da bekommt er das noch nicht zurück, aber irgendwann im Leben ist das dann kein. So läuft das nicht. Ich würde gerne aus dem Tunnel hier rauskommen. Ah, das ist dieses 90 rumgefahren. Ich weiß, man darf nicht schneller fahren, aber
Wir haben uns nicht gedacht, fahr doch mal nur mal kurz irgendwo eine Runde, Josh. Und ich fahre schon wieder eine Stunde durch die Gegend. In der zweiten Folge dann, also nicht in der zweiten Folge so lang, aber ich fahre schon wieder eine Stunde durch die Gegend, dann möchte man gerne ankommen. So, hopp. Die haben alle die gleiche Farbe. Irgendwie ist es witzig. So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen hoffentlich bald Salzburg. Nicht so wie Salz, Essen ist ungesund, habe ich mal gehört. Und auch nicht so wenig, so schmeckt das Essen scheiße. So, ist eine Gratwanderung, ne? Ach ja, der coole Dings-Effekt um die Räder rum, da wirkt einfach super. Jetzt würde mich trotzdem, jetzt müssten wir eigentlich, ja, sind wir da. Das wollte ich wissen. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir alle schlafen gehen. Ihr noch nicht, weil, keine Ahnung, wenn das Video kommt, ist immer mittags. Aber ich zumindest ist es jetzt nicht so, ne? So, 23 Grad ist den anscheinend in Ordnung. Kommt davon, wie warm es draußen ist. 24, guck mal, es ist ein bisschen wärmer geworden seit Beginn der Folge. Ach ja, für uns geht es dann noch auf die B150 und dann sind wir da. Oh, oh, oh. Ich bezweifle mal, dass eine Autobahn in Real Life genauso verlegt ist. Ich bezweifle es einfach mal. Ein wenig. Solide, solide. Man sieht das Navi ein bisschen schlecht, aber so viele Optionen habe ich eh nicht. Bei Fuß? Ja, ja und ja, komm her, bei Fuß. Wahrscheinlich rechts, ne? Jo. So, das ist vom Kontrast her ein bisschen schwierig. Das könnte wahrscheinlich etwas kontrastreicher sein. Das wäre mal eine Idee, dass das ein bisschen... Ich meine, es ist zwar schön dezent, aber für Navi ist Kontrast meistens... Ui. Guck mal, das bremst mich aus. Oh, Salzburg ist aber schick. Das gefällt mir jetzt aber irgendwie. Ich dachte, das wäre ein Fluss, okay. Ich habe irgendwo auf einem Screenshot irgendeinen Fluss gesehen. Ich habe mir gedacht, das könnte es irgendwo hier sein, aber es ist ja anscheinend nicht. Na gut, guck mal, eine Bushaltestelle, ich bin da. Nein, ich fahre euch schon nochmal zum... Er fährt euch schon noch zur Haltestelle. Das macht er schon. So. Ausfahrt, da. Klick, klack. Und recht eng hier alles gehalten, okay. So, auch nochmal so quasi geradeaus. Doch, das hier ist vom Stil wieder komplett anders und sehr viele Kreisverkehre, sehr wenig Ampeln, das gefällt mir echt. Ich mag diese, mag dieses Ampelgestehe nicht. Ich finde das gut. Mir gefällt das mit J, ne? Mir gefällt das. So. Dann noch einmal hier diesen Schlenker da durchmachen. Hui. Hui. Bisschen weiter außen vielleicht. Genau, da will ich den dann nicht mitnehmen. Nochmal hier einen Schlenker. Oh, ein Schlenker. Und jetzt hat irgendwas aus irgendwelchen Gründen keine Lust mehr. Hatten das da gerade keine Lust mehr? Was ist denn das Problem? Soll das so sein? Ja, ich glaube, das Spiel wollte das so. Ich weiß jetzt nicht, warum OBS sagt, nee. Aber es wird wohl seine Gründe haben. Na ja, gut. Interessantes Problem hatte ich noch nie. Ist das jetzt hier zu performant dafür oder wie muss ich das jetzt sehen? Dass zu wenig Performance für OBS selber bleibt, vermute ich mal, dass die Stadt hier sehr performanceintensiv ist. Das hatte ich noch nie. Warte mal ganz kurz. Ich möchte das mal gerne untersuchen. Mit Hilfe eines wichtigen Tools. Nee, tatsächlich nicht. Gut, jetzt geht's auch wieder. Hä? Okay. Ich frage auch gar nicht mehr nach. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht ist die Prozessorauslastung hoch, aber die beträgt gerade mal 41%. Man kann das auch schön aufteilen auf die ganzen Kerne. Hier ein Kern, der ein Kern und dann ist gut. Oder der zwei Kerne und so. Okay. Jetzt echt ganz vielleicht daran, weil im Prinzip gerendert wird das ja über die Grafikkarte, das Video an sich. So, Salzburg freigeschaltet. Ja, das sind wir. So. Und das nehme ich mal zum Anlass zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Achso, eure Koffer. Die nehme ich wieder mit. Hahaha.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge oder bis heute Abend im Livestream. Tschüssi!